Willkommen bei So geht das. Wir zeigen euch heute vier coole Lifehacks, die man mit Klarlack bzw. mit Nagellack machen kann. Hättet ihr nicht gedacht, ihr werdet sehen. Wer kennt es nicht? Das Anlecken von Briefumschlägen ist minimal ekelhaft. Ich selbst finde es immer eklig und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob man es noch sieht, aber ich habe mir letztens, als ich so ein Ding abgeleckt habe, mit dem Papier in meine Oberlippe reingeschnitten, was übelst eklig war und das ist schon über eine Woche her und ich kann es immer noch fühlen. Manchmal sieht man es auch noch. Sieht immer aus, als hätte ich so einen Krümmel an der Lippe. Auf jeden Fall kann man das Ding auch ganz einfach mit Nagellack, also mit am besten klarem Nagellack zumachen, damit es nicht so behindert aussieht, indem ihr einfach genau an diese Stelle, an der ihr das sonst auch machen würdet, also an der man sonst lecken müsste, den Nagellack auftragt in einer schönen dünnen Schicht und ein bisschen flott, damit er nicht wegtrocknet, während ihr das schon macht. Oh, jetzt habe ich gekleckert, naja. Und das Ganze dann einfach verschließt. So, und schon ist der Brief zu. Und wenn ihr ein bisschen geschickter seid als ich, könnt ihr das auch ohne Nagellackfleck machen. Ob ihr den Geruch dann mögt, ist halt die Frage eurer selbst. Ich muss sagen, ich mag den Geruch von Klarlack eigentlich, also von Nagellack eigentlich ganz gerne, aber das mag ja nicht jeder. Und dann könnt ihr den so in die Post schicken. Eine weitere Sache, die mich zum Beispiel mal ultra aufregt, ist, wenn man es nicht hinkriegt, so einen scheiß Faden in so eine beschissene Mininadel reinzukriegen und sie dann abmurkselt. Und ich persönlich leck das dann immer an, aber das ist auch irgendwie ein bisschen ekelhaft. Und da hilft auch der Klarlack bzw. der Nagellack, indem ihr einfach oben an eure Spitze hier, wo ihr so ein verfusseltes Ding habt, ein bisschen was von dem Nagellack drauf macht. So, wenn ihr das geschafft habt, zieht ihr da einmal dran und lasst das kurz ein bisschen trocknen. So ein paar Sekündchen. Und dann ist das Einfädeln nämlich schon viel, viel einfacher. Wenn ihr das vorne anpackt und nicht liegt ganz hinten. Tada! Zack, bums, ist das Ding drin. Und ein Knoten in meinem Faden. Aber ihr erspart euch ein bisschen Nervenkraft. Die könnt ihr bestimmt für irgendwas anderes viel besser gebrauchen. Ihr esst euer Frühstücksei gerne mit nicht ganz so viel Salz, aber aus eurem Salzstreuer kommt immer viel zu viel raus und es macht überhaupt keinen Spaß mehr, das Salz, also das Ei mit dem Salz zu essen, weil es einfach viel zu viel ist. Dann gibt es auch hierfür einen kleinen Nagellacktrick, denn ihr könnt einfach quasi die Löcher eures Salzstreuers halbieren oder quasi so viel weniger reinmachen, wie ihr wollt, indem ihr einmal euren Salzstreuerdeckel abmacht und alle Löcher, die ihr quasi verschlossen haben wollt oder die ihr verschließen wollt, macht mehr Sinn, ist besseres Deutsch, mit dem Nagellack zuklebt. Cool. Ich meine, zugegeben, das gehört jetzt nicht zu den Problemen, die jetzt dramatisch riesengroß sind. Aber ist doch gut zu wissen, dass sowas auch funktioniert. Nur das ein bisschen trocknen lassen hier. Also ich kann auf jeden Fall sehen, dass ich jetzt hier so ins Licht halte, dass in ein paar Löchern jetzt so eine Spiegelung ist, in der quasi der Nagellack ist. Das heißt, die sind auf jeden Fall verschlossen. Und aus dem Salzstreuer kommt jetzt um einiges weniger Salz. Wow! Funktioniert natürlich genauso gut auch mit anderen Gewürzen, mit Pfeffer, mit Paprika, was weiß ich. Alles, was ihr zu Hause habt und wo einfach zu viel Gewürze rauskommt. Kommen wir zu einem Problem, was tatsächlich ziemlich oft, also bei mir jedenfalls, weil ich habe viele Hemden, auftritt. Nämlich, dass Knöpfe gerade bei so günstigen Hemden einfach abfallen, weil sie nicht richtig dran genäht wurden. Und das kann man super einfach verhindern, gerade wenn man schon sieht, dass so ein halbes Ding abgezuppelt ist, so ein Fädchen. Indem man das Fädchen einfach so bis auf ein paar Millimeter vor dem Knopf abschneidet, so mit einer Schere, die schneidet vielleicht. Jetzt steht das Fädchen hier noch so ein bisschen über. Und dann auf die komplette Fläche, wo die Fäden sind, eine großzügige Schicht Klarlack aufträgt und somit quasi die Fäden miteinander verklebt und das Ganze nicht mehr von alleine aufgeht. Und zack, Hemd gerettet, man musste nichts nähen und ist innerhalb von 2 Sekunden fertig. Das nenne ich doch mal einen praktischen Lifehack. Und das Ganze ist auch noch maschinenfest. Vielleicht nicht für 10 Wäschen, aber für 5 auf jeden Fall. Und das geht ja wirklich unglaublich schnell. Das waren unsere Lifehacks für den Klarlack oder den Nagellack, je nachdem. Ihr könnt das natürlich auch mit farbigen Lack machen, aber ich glaube, dass der dann gerade beim Hemd vielleicht ein bisschen komisch aus. Schreibt doch mal in die Kommentare, falls ihr noch einen coolen Lifehack mit Nagellack habt, den wir jetzt gar nicht beachtet haben oder den wir noch gar nicht kennen. Vielleicht zeigen wir den dann das nächste Mal hier auf So geht das. Und ansonsten, ja, bis bald. Schönes Leben noch. Viel Spaß beim Lackieren.